Hallo, hallo. Es gab mal wieder ein paar Tage nichts Neues. Wir haben heute den 1. Dezember um 11.49 Uhr. Es ist schon einiges passiert. Ja, ich dachte, ich mache jetzt mal einen kleinen Zwischenbericht oder eine kurze Zwischeninfo. Kurz vor Weihnachten, viel zu tun. Irgendwie haben einige Kunden noch, heuer noch viel vor. Ist ja auch gut so. D500, Nikon D500, habe ich mir heuer im Sommer zugelegt, also sobald sie zur Verfügung war, wollte eigentlich noch einen Blog-Eintrag dazu schreiben und ein Video drüber machen und naja, ich habe es jetzt da seit ein paar Monaten im Einsatz und irgendwie, es gibt nichts zu schreiben drüber, das Ding funktioniert, tolles Arbeitsgerät, ich sehe gerade, es wackelt hier ein bisschen. Alles in Ordnung. Einzige, was mir auffällt beim Batteriegriff, naja, Nikon tauft es einen Batteriegriff. Eigentlich ist es nur ein Hochformatgriff. Es ist nur Platz für einen Akku, warum auch immer. Aber gut, der hält dafür fast ewig. Apple Watch, ja, gab schon ein kurzes Unboxing-Video. Gibt es eine ganz eine lange Liste mit Pro und Contra zu dieser Uhr, zu dieser Smartwatch. Grundzusammenfassung sehr zufrieden. Stichwörter sind geschrieben, Blog-Eintrag ist vorgeschrieben. Wird dann auch hoffentlich heuer noch kommen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich glaube, ich werde mit Lightroom mal anfangen. Also mit Photoshop arbeite ich schon seit Version 5. Also nicht CS5, sondern 5. Das ist schon ewig her. Und als dann die Bridge rauskam, auch mit der Bridge, und so habe ich mir überlegt, okay, ich glaube, ich werde mit dir gemeinsam über YouTube auch mit Lightroom anfangen. Also wirklich vom ersten Schritt von der Installation oder von der Creative Cloud über die Installation bis hin zum Einrichten, Benutzeroberfläche, keine Ahnung. Mal sehen, was es da alles gibt. Werde es mir einfach mal ansehen. Und ja, Projekt Photobox ist im Gange. Sieht auch ein bisschen zerstört aus, unrasiert. Noch bis 2 Uhr in der Nacht gebastelt am Gehäuse. Eine Fotobox wird entstehen. Hierzu soll natürlich auch für die, ich denke mal, ein YouTube-Video entstehen. Kurzer Überblick, eine Do-It-Yourself-Fotobox. Und auch über die Inhalte, also die Hardware, die drinnen ist. Das Touch-Display, den Drucker. Also den Drucker hast du ja schon das Unboxing-Video hoffentlich gesehen. Den BNP DNP DS 620, ja, und was da sonst noch an Hardware drinnen ist und ja, vor allem für dich vielleicht auch interessant, die Kosten und so weiter. Ja, es war ja mal ein kleiner Einblick und ja, jetzt geht es mal zum Rasieren und Kultivieren und ja, dann geht es weiter zu Kunden. Sobald ich wieder was Neues habe, halte ich dich auf dem Laufenden. In diesem Sinne, bleib kreativ. Ciao.